Hi! Leute, wir müssen reden. Jetzt wird echt mal Real Talk gelabert. Erst kommt mein Best-of-Video 2 Wochen zu spät und ich sag in dem, dass ich mega Bock auf 2022 habe und die neuen Videos, die kommen werden. Und dann werde ich erst mal Wochen inaktiv. It's a prank, abonniert mich. Das Ding ist aber, ursprünglich hätte nicht mal dieses Video hier kommen sollen. Ich habe nämlich momentan extrem viel Stress mit der Uni. Like, ich bin momentan in der Kursarbeitsphase und ich schreibe 6 fucking Arbeiten. Das ist mir viel zu viel. Und deshalb wollte ich eine kleine YouTube-Pause nehmen, also zwangsweise einfach, weil ich habe keine scheiß Zeit. Das Ding ist aber, meine Arbeiten wurden nochmal um 1 Woche verschoben. Somit wäre ich nicht am 9. Februar, sondern erst am 18. Februar fertig. Und ich kann ja nicht bis zum 18. nichts mehr produzieren. Deshalb dachte ich mir, ich mache ein kleines, simples Video, was jetzt nicht so ein fettes Projekt wird wie die ganzen anderen Videos, aber einfach, damit ihr noch irgendwas zu sehen habt. Und was bietet sich da besser an, als ein Infovideo zu meinem neuen Format zu droppen? Oh shit. Ja, ich weiß, ich habe gerade letztens erst ein neues Format gemacht, aber hear me out. In meinem neuen Format geht es um... Musik. OMG. Das Ganze will ich tatsächlich schon eine Weile machen, weil ich wurde schon unzählige Male gefragt, yo, welche Musik kann man sich eigentlich high geben, welche Musik hörst du so high, beziehungsweise welche Musik höre ich so generell, einfach weil, well, ich liebe Musik. Ja, das tust du. Und da war eigentlich aber auch immer das große Problem, weil ich bin so ein harter Musik-Junkie. Ich kenne hunderte Bands, tausende Bands, und dann ist es allein für mich schwer, da irgendwo anzufangen, weil ich kenne einfach viel zu viel Musik. Aber eigentlich ist das auch ganz gut, denn gerade zu Musik kann ich mir vorstellen, dass die Videos nicht sonderlich lang werden. Und das habe ich schon seit 3 Jahren oder so vor. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass ich die Videos vielleicht einfach mal ein bisschen kürzer halte. Ist dein Ernst? Das habe ich ganz oft versucht. Also, like, das Storytime-Format sollte so ein Format werden. Dass der Channel überhaupt zu einem Weed-Channel wird, war auch dem Konzept zu verschulden. Und generell, mein neues Review-Format sollte eigentlich auch eher weniger Aufwand haben. Aber es hat nie geklappt. Ich habe nach wie vor kein Format, was ich einfach mal so nebenbei produzieren kann, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe wie jetzt at the moment. Womit wir beim Thema wären. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die Videos aufbauen werde, aber ich denke, ich werde in jedem Video einfach zu so einem Album ein bisschen was erzählen, warum man sich dieses Album besonders high gut geben kann, aber was das Album so generell so besonders macht, vielleicht ein bisschen Band-Trivia, so ein bisschen über meine Lieblingssongs auf diesem Album oder ein paar andere Songs reden, die ihr euch auch geben könnt, halt einfach meinen Musikgeschmack einfach ein bisschen mit euch teilen, damit ihr auch so ein gewisses Repertoire an Bands habt, die ihr euch geben könnt. Wenn ihr high seid, vor allem halt, wenn ihr nicht so viel Erfahrung mit Stoner-Shit habt. Ich werde auf sehr viele verschiedene Genres eingehen, einfach weil ich das halt auch höre. Selbst wenn wir uns nur auf Songs beschränken, die man sich gut high geben kann, dann ist das bei mir auch so. Okay. Demnach, ihr könnt euch auf einiges freuen. Ich kenne hunderte Bands und mir fallen allein jetzt schon so 50 Alben ein, über die ich unbedingt mal reden möchte. Und ja, Musik ist einfach meine große Leidenschaft. Musik ist keine Lösung. Ja, so viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich weiß nicht, wann dieses Video kommen wird. Wie gesagt, ab Ende Februar wird das bei mir ein bisschen lockerer. Ja, und dann werden wir uns wiedersehen, sobald ich ein bisschen mehr Zeit habe. Bis dahin, euer Spacko Phoenix und Peace.